Schnibbel die Stapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende, mit dem ersten FC Kaiserslautern. Ja, und in der zweiten Folge des heutigen Tages, und heute spielen wir, beziehungsweise jetzt spielen wir das Testspiel gegen Mallorca. Ich bin gespannt, ich spiele auf Alternativ auf Legende. Und ich bin gespannt, wie das Ganze denn funktionieren wird. Das sind, die Trikots, ihr seht hier einige Sachen und so. Ich bin eh mal total gespannt. Mallorca wird in den Auswärtstrikots teilnehmen. Wireless Controller, fester Spieler geht nicht. Ihr seht da oben Anstoß, ist abends, Fritz-Walter-Stadion. Es regnet, oh geil, bin ich aber ein Riesenfan von. Das Teammanagement ist okay so. Wir haben einen defensiveren Spieler bei uns im Kader, im Mittelfeld. Der eine offensiv. Das Bronze-Level ist das hier. Mega awesome shit. So, schnell dabei halten. Ball treiben. Ja, ja. Fuck, voll drüber gestolpert mit Lakic. Hammer geil. Lakic, gib's Stoff. Gib Stoff! Du schaffst das! Lakic! Yeah, Bronze! Ba, 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 ba. Und wir springen rein! In das erste Testspiel. Freundschaftsspiel, der erste FC Kaiserslautern im Regen, im Fritz-Walter-Stadion gegen den... gegen Mallorca, RCD Mallorca. Ich trinke mir einen Schluck. Oh, oh, lol, pfeift nicht an. Lol, die Sau! Die pfeift einfach an! Haben sie gesagt, Testspiele werden jetzt einfach angegriffen. Joa! Kann man mal machen. So sieht die Optik bei mir aus. Unten wird die Aufstellung eingeblendet. Ich habe natürlich keinen Commentator an. Erste Aktion hier. Wie schön das Wasser spritzen kann. Ich darf mich nicht zu sehr auf Grafikeffekte konzentrieren. Erste Aktion von Mallorca in der zweiten Minute der Partie. Sippel legt sich Ball zurecht. Jo! Wow, gefährlich, Heinz. Da der gute Nefkara. Na, da habe ich den schon durchstarten sehen. Das war ja wohl eine Fehlentscheidung von mir, das so zu machen. Gefährlich. Ja, Gauss, der Ball ist im Aus. Haha, da habe ich meinen ersten schlechten FIFA-Reim rausgehauen. So. Schöner erster Pass. Gut gespielt. Das wäre die erste richtig schöne Aktion gewesen von uns. Wir holen uns jetzt hier erstmal den Ball. Karl. Ja. Ja. Erstmal Spielaufbau. Der Lauterer hier. Lakic. Der Pass war nicht gut von mir. Da wollte ich schnellen Zick-Zack-Fußball spielen, beziehungsweise schnelle Doppelpässe rotzen. Das war aber keineswegs vom Erfolg gekrönt. Jetzt ein Bolzen in der Verteidigung. Schöne Aktion und abgefälscht. Oh, da haben die Verteidiger gepennt. Ja, was machst du da? Was machst du da? Löwe ist derjenige. Normale Reingabe. Nope, die kommt nicht an. Gefährlich. Könnte Kontersituation hervorrufen. Gefährliche Aktion.
Das erste, was mir auffällt, das ist mir auch schon in der Demo aufgefallen, das Spiel wechselt viel schneller Spieler. Erste Jubel, Aktionen, Staraden hier. Eine schöne Ballannahme. Mallorca. Keine gute Aktion. Mallorca ein bisschen unvorsichtig hier. Aber gegen die Lauterer kann man das ja machen, wa? Nicht guter Pass. Gefährlich. Sippel war aber dran. Hat super reagiert. Schön rausgeworfen. Jetzt über Matmur. Hofmann. Nee, der Ball ist viel zu weit. Da hat er mich einfach stehen gelassen. Gefährlich. Ist nicht der schnellste Innenverteidiger. Torwart! Sippel! Stark! Nefkara hier. Und direkt die Antwortsituation vielleicht. Von den Lauterern. Stöger. Stöger. Stöger hat Platz. Stöger hat Platz. No! Okay, der war doch deutlich weiter daneben, wie man das erst gesehen hat. Der Fkara hier regt sich auf. Für die Neuen unter, bei euch, ihr werdet den ja eh so oder so die ganze Zeit sehen. Also mir gefällt's. Hat sich der Erste schon verletzt. Kann jetzt viel geilere, mehrere Taktiken spielen. Nefkara hier, der sich den Ball erobert. Karl auf Nefkara. Gefährlicher Pass. Aber viel zu weit. Nicht so, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Quer rüber auf die untere Seite. Gefährlich. Oh. Gott sei Dank haben sie den Ball so zurückgepasst. Gute Ballannahme. Gefährlich. Der war knapp. Der war knapp. Der war knapp. Und man kann wieder einen zweiten Spieler rufen. Ich erinnere mich dran, dass das mal nicht ging. Schöner Pass. Gefährlich. Na? Man hat vielleicht die Aktion dahinter gesehen, dass ich... Ich wollte halt ein schönes Doppelpassspiel spielen. Also die sind gefährlich, die Lauterer. Aber wir spielen hier nicht schlecht. Okay, das war jetzt nicht so schön. Lakic, so passtechnisch ein bisschen graubmäßig, aber sonst ist okay. Immer wieder die Lauterer Fans, die uns da anpeitschen. Da kannst du auch mal ein bisschen selber mitlaufen. Da musst du nicht immer standardgemäß Auto wechseln. Einer der drei Verteidiger haben ja hinten in der Kette dann... Der kommt an. Da drängt mich der Verteidiger weg. Lol, der ist drin. Der ist drin. Was macht der Torwart denn da? Nix. Hart. Also, dass man gegen Mallorca kassieren kann. Was macht der Torwart denn da? Den musst du halten. Also, den musst du halten als Keeper. Das darf so nicht passieren. Hofmann. Hofmann. Nefkara abgefälscht. Also das darf eigentlich nicht passieren mit dem Tor. Ah, Nefkara holt sich den. Matmur! Also das... Eben war eine Torwartbolzerei, die ich noch nicht so kenne in FIFA. Ja, da muss eigentlich irgendeiner... Ich habe den zu nahen Keeper geschlagen. Muss man ehrlich zugeben. Ich ärgere mich ein bisschen darüber.
Das war ein unnötiges Gegentor. Hofmann hier, sehr starker Einsatz. Stöger. Okay, die Flanke war jetzt nicht so optimal. Und da ist Halbzeit. Ja. Und gibt einige gute Ansätze. Die Fans sind ein bisschen verwirrt. Wir hatten so einige Bolzen in der Partie drin. Das ist übrigens FK gewesen. Mallorca. Hier die Partie. In der Analyse. Also gute Aktion hatten wir bei Mallorca dann hier. Also wie die den Ball locker über Sippel bekommen, das hat mich dann schon gewurmt, weil der macht ja auch einfach nichts. Der macht nichts. Der Ball geht glatt über seinen Kopf drüber. Wir haben noch nicht so den Torabschluss gehabt, dass wir wirklich sagen können, ja, regen wir uns dann schon ein bisschen auf. Hm. Also die Präsentation hier sieht natürlich geil aus, ist natürlich in der Premier League, in der englischen, noch besser. Das könnt ihr euch ja wohl ganz glatt vorstellen. Müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Leider in der Bundesliga nicht so schön. Hier, einfach flanken gelassen, klar. Den einfach überköpft. Braunschweig führt 1:0 gegen den FC Wimbledon. Pauli zurück gegen Dijon. Und Sheffield und SV Darmstadt 98. Wir spielen gerade ein Unentschieden. Ja, wir könnten mal hier gucken. Gauss ist nicht richtig drin, Hofmann auch nicht. Wir können ja mal den älteren Herrn, den wir auf der Bank haben, mal reinholen. Wobei, wir können Younes reinholen. Younes ist fucking schnell. Ja, und den können wir ja da reinholen. So. Dann haben wir den bei Spielerbewertungen. Heinz Orban, ja, die ganze Defensive. Vielleicht müssen wir doch wieder normal spielen. Also mit 4 Verteidigern. Oh, Lakic. Was das denn? Uche. Da war fast was richtig Geiles bei. Gerade. Ja, manchmal wechselt mir das Spiel hier zu schnell, Spieler. Zum Beispiel, da wäre ich gerne noch drauf gegangen. Der da ankommt. Oh, drei Innenverteidiger jetzt. Drei Innenverteidiger, die sind nicht so schnell für sowas. Ah, Lakic kippt da einfach weg. Nicht so schön. Oh, gefährlich. Unsere Fans glauben noch dran. Das ist schön. Ah, Nefkara. Gauss. Löwe, Karl. Also mit drei Verteidigern zu spielen, macht schon Laune, ist aber auch fuck gefährlich. Löwe. Ach, das ist Gauss. Und Younes. Richtig schöne Aktion. Also wir sind nicht Game Over. Nein. Mit Uche ist der Stürmer ausgewechselt worden. Genial, wie die Buhrufe da kamen. Also das war ja nur ein Pässchen. Younes! Abgefälscht. Also wir werden ein bisschen besser, haben ein bisschen mehr Ballbesitz hier, Torwart zustellen.
Ja, das hat nicht geklappt. Wäre sonst eine gute Aktion gewesen. Also ich weiß auch nicht, was ich von diesem neuen Taktiksystem davon halten soll. Finde ich cool. Aber ich konnte daraus noch nicht wirklich was umsetzen. So, Nefkara hier. Ist natürlich technisch ganz, ganz stark. Gefährliche Aktion. Mit der Attacke da. Oh, der wird den da einfach da seitlich dran vorbeipassen können. Ja, das tut er jetzt auch. Nefkara. Hat er noch die Kraft für den Sprint? Nein, hat er nicht. Aber das war stark. Nee. Da war der Versuch von mir des Doppelpasses. Ja, da rennt er dann einfach straight in den Spieler rein. Also Lakic zu unbeholfen. Ganz ehrlich, der bewegt sich einfach wie ein Holzklotz. Ist halt nicht meine Art von Spielertypus. Gefährlich. Böse ausgekontert. Weil da einer unserer Spieler sich in die falsche Richtung bewegt. Gefährlich. Also ich würde jetzt langsam mal die Formation ändern. Ich habe gerne mit der probiert, so ist nicht. Aber es wird dann doch an der Zeit, ein 4-3-3 auszuprobieren. Mit Younes und Co. So. Lakic eher so da. Matmur raus. Dafür kommt dann, Jensen rein. Wir wollen doch mal ein bisschen dran umbauen an der Aufstellung und offensiver werden. Ja, Younes. Nefkara, der wird da voll gelegt. Also dribbeln ist auf jeden Fall jetzt cool, aber auch schwerer. Gauss. Totaler Angriff jetzt hier. Jansen. Nefkara. Löwe! Wir spielen uns den Ball da hin und her vom Strafraum. Das können wir ganz gut. Ballbesitz haben wir auch. Wir sind uns nur noch nicht so sicher, wie wir das dann ummünzen sollen. Drei Verteidiger und wieder direkt Ballbesitz. Direkt wieder in die eine Richtung. Lakic. Nefkara und der ist drin! Der ist drin! Das 1:1! Strafraumbelagerung! Minutenlanges Pressing hier! Und da ist dann das Tor! Da ist dann das Tor! Hört für den Schuss! Knallhart! Platt! Platt getreten! Wir haben auf totalen Angriff geschraubt, haben uns belohnt. Auch mit dem Tor. Unser selbst erstellter defensiver Mittelfeldmann hat das Ganze dann für sich entschieden. Also wir bleiben offensiv. Weil jetzt wollen wir auch noch mehr. Nur bitte ohne viele Fehlpässe. Dran da. Drei Innenverteidiger. Gefährlich. Nefkara, der hat nicht mehr das Tempo. Der hat nicht mehr das Tempo. Abgefälscht. Zwei Schüsse, ein Tor. Macht einen guten Job. Macht einen echt guten Job. Es war richtig schön herausgespielt. Vor allen Dingen haben wir einfach minutenlang das Ganze belagert. Und zwar auch einfach verdient. In der zweiten Halbzeit waren wir das bestimmende Team.
Ha, da können sie nur noch klären. Die Nachspielzeit gehört uns. Alter 27, Paul Tachones. So. Wow! Nochmal eine richtig schöne Aktion da von uns. Es steht hier fast 2:1. Also in der zweiten Halbzeit mehr und mehr wir das Team der Stunde. Wir wechseln hier mal. Eine gute Reingabe. Stöger. Nefkara! Und damit ist das Spiel vorbei. 1:1. Spielen wir gegen Mallorca. War ein schönes Debüt. Wir haben gezeigt, wir können zurückkommen. Ja. Schon mal eine erste schöne Aktion von uns. Wir haben das ganz gut gemacht. Man hat nicht so viel gesehen davon, dass die Trikots schmutzig geworden sind. Aber ich war begeistert von der Partie. Also das war schon echt gut für unser erstes Testspiel. Konnten wir schon ein bisschen probieren. Bin dann in der Mitte der Partie dann auf ein 4-3-3 umgesprungen. Als ich gemerkt habe, da kamen wir nicht durch. Habe ich auch klar gesagt, drei Verteidiger. Wir haben halt keine schnellen Verteidiger gehabt. In der ersten Halbzeit war mehr Mallorca am Zug. Stellenweise, aber wir haben auch gute Chancen gehabt. Das kann man, muss man so auch sagen. Kaiserslautern war ebenbürtig, ja. Wir waren ebenbürtig. Und haben dementsprechend auch agiert. Ohne viel Angst. Waren offensiv immer da. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann eigentlich das Heft komplett an uns gerissen. Alter, wie hier das Wasser spritzt. Wie eine Regenschlacht. Hier zu viel Platz gelassen. Da fehlt dann halt vielleicht doch der vierte Verteidiger. Da klatscht es dann rein. Aber wir haben halt weiter nicht aufgesteckt, sondern haben dann unser Ding durchgezogen. Viele tolle Paraden vom Mallorca-Keeper. Er hat dann, ist dann echt über sich hinausgewachsen, hier Nefkara. Er trifft ja echt gut den Ball, aber Nefkara behält den dann einfach. Das war dann echt genial. Hier, schöner Pass. Und teilweise haben die sich echt gut die Bälle gegrätscht. Muss man schon sagen. Die teilweise an uns rangesprungen sind. Also zweikampftechnisch waren die schon echt genial. Chancen gab es aber bei uns die ganze Zeit. Knappe Dinger auch. Hier von Löwe, unserem Linksverteidiger, der ja in der Zentrale gespielt hat heute. Dann hier die Aktion. Schöner Pass in die Mitte. Und dann war der Ball drin. 1:1. Und dann hier nochmal schöner Spielzug. Ich habe ja gesagt, dribbeln ist auch ein bisschen meine Leidenschaft. Hier sind wir ein paar Verteidigern vorbeigegangen. War so mit die schönste Aktion in der zweiten Halbzeit dann auch. Ja, also anhand von Chancen sehen wir hier auch. Wir hatten ein paar mehr. Ja, Schüsse aufs Tor. Wir hatten fast doppelt so viel in beiden Bilanzen. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber damit können wir leben. Also wir haben mit der Einwechslung von Younes ordentlich Druck gemacht. Das ist das 4-3-3-System. Sind dann halt mit Karl, der noch aus dem Mittelfeld dann zurückgerutscht ist. In die Verteidigung hat er da weiter einen guten Job gemacht. Löwe ist dann auch nochmal ein bisschen gewachsen über sich. Waren dann am Ende doch besser. Also für mich eine gute erste Partie. Haben nicht verloren. Damit hat nur Pauli heute gegen Dijon verloren. Braunschweig gewinnt mit 2:1 zu Hause. Darmstadt gewinnt gegen Sheffield. Und wir verlieren nicht. Das ist eine schöne Sache. Und genau so musste das auch sein. Also mit 4 Verteidigern ist vielleicht doch mehr unser Ding. Ja. Müssen wir uns echt noch überlegen. Auf jeden Fall haben wir nicht verloren. Und das ist das, was eigentlich viel wichtiger ist. Machen hier noch ein kleines bisschen Geld. Und ja. Damit habt ihr die Donnerstags-Startfolgen, kann ich sie was fragen. Blablabla, bla, bla, rotieren ein bisschen. Es ist 59, das ist schwierig. Juventus verpflicht, Salvatore, Sirigu, richtig geiler Keeper von PSG. Ja, genau, da sieht man es auch, PSG-Keeper. Richtig geil, hat mir im letzten FIFA unglaubliche Schwierigkeiten gemacht. Aber gut, wir haben unser erstes Testspiel nicht verloren. Hier seht ihr die Top-Transfers mal. Vidal geht zu Juve. Vidal geht zu, Liverpool, also natürlich hart. Oh, hier sind echt super günstige Transfers an der Tagesordnung. Aber muss natürlich sein. Ja, wir werden natürlich auch noch einmal zuschlagen, denke ich.
Hier haben wir ein paar formtiefe Spieler, Hofmann zum Beispiel, Kara jetzt durch sein erstes Spiel, in Anführungszeichen, ein Form hoch, kann man ja auch nicht so sagen. Guckt mal im Kalender, was denn morgen ansteht. Ja, morgen steht ja das Spiel hier an, dann das zweite Testspiel, das dritte Testspiel meine ich natürlich. Es kann sein, dass ich die beiden zusammenfasse, kann aber auch nicht sein, dass ich die beiden zusammenfasse, weil wir ja Samstags und Sonntags noch Partien sehen werdet von mir. Dann DFB-Pokal mit unserem ersten Pflichtspiel und dann geht's hier in den FSV Frankfurt, Heidenheim, die terminierten Daten, Bochum, Union, Aue, Montag, Freitagspartie. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich bin gerade am Überlegen, aber Montag ist auf jeden Fall gut. Das sieht doch mal danach aus. Haben die sich darum gekümmert, dass sie nicht mehr Mittwochs spielen? Wow, EA. Ich will euch noch nicht loben, aber das sieht doch mal gut aus bis jetzt. Gut, Leute. Ihr habt die Folgen für euren ersten Tag bekommen. Zwei Folgen am Stück. Und ich hoffe, ihr hattet gigantisch viel Spaß. Das war eine Stunde Videomaterial für euch. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen, also am Freitag wieder. Dann um 15 Uhr täglich. Ja, erstmal, also erstmal das Wochenende dann. Und dann Montag bis Freitag 15 Uhr. Montag bis Freitag. Nur dieses Wochenende kommt es auch um 15 Uhr. Ansonsten schaltet Montag bis Freitag ein. Und hier war euer Nefkara. FIFA 15 auf Legende. Karrieremodus mit Kaiserslautern. Wir sehen uns morgen wieder, 15 Uhr. Haut rein. Ciao, ciao.